Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sind heute im Badezimmer und heute gibt es einen ganz einfachen Tipp, wie man verkalkte Duscharmaturen und Wasserhähne ohne Auseinanderschrauben und ohne viel Schrubben super wieder sauber kriegt. Wir haben hier einen Duschkopf, der zwar noch gar nicht so alt ist, aber trotzdem relativ verkalkt ist. Natürlich je nach Wasserqualität immer ein bisschen schwierig, da verkalkt manches eben schneller oder auch langsamer. Und hier sieht man einfach, ne, die ganzen Ablagerungen hier und auch in den Düsen, das ist natürlich nicht schön erstens und zweitens auch für die Funktion natürlich also beeinträchtigend, weil auch die kleinen Löcher, das sieht man vielleicht auch hier ganz gut, teilweise schon so richtig zu sind und sich hier überall so Kalk abgelagert hat. Genau, alles, was wir dafür brauchen, sind eigentlich nur drei Dinge. Nämlich eine ganz einfache Plastiktüte, also ein Gefrierbeutel oder einfach eine kleine Plastiktüte, ein paar Gummibänder oder ein, zwei Gummibänder, die man drumherum machen kann und etwas zum Entkalken. Ich nehme dafür tatsächlich immer reine Zitronensäure, das ist so ganz haushaltsübliche Zitronensäure, die man im Supermarkt oder auch im Drogeriemarkt bekommt. Und alles, was wir damit jetzt machen, ist ein bisschen was von der Zitronensäure mit Wasser mischen und in die Plastiktüte füllen. Und die machen wir anschließend dann um den Duschkopf rum und lassen das Ganze einwirken, sodass der Kalk sich dann einfach lösen kann. So, ich habe jetzt in die Plastiktüte schon mal so ein kleines bisschen Wasser reingetan, einfach damit sich das ein bisschen besser verteilt. Und jetzt gebe ich die Zitronensäure dazu. Da kann ruhig auch einiges von rein. So. Und die Tüte binden wir jetzt um den Duschkopf rum. So, da sieht man schon, ne, das liegt jetzt hier so ein bisschen ein. Ich werde ihn jetzt gleich hier so ein bisschen drauflegen, sodass das Wasser quasi so ein bisschen wirklich hier auch einwirken kann. Dazu lege ich ihn am besten einfach auf die Boden von der Badewanne. Dann kann das über Nacht ein bisschen einwirken, ein paar Stunden oder auch irgendwie tagsüber, wenn man ein bisschen Zeit hat. Und dann zeige ich euch gleich nochmal das Ergebnis. So, wir haben unsere Tüte jetzt hier mal ein bisschen einweichen lassen. Es waren jetzt so circa 3 bis 4 Stunden. Und jetzt entfernen wir die ganze Geschichte mal und gucken uns das mal an. Also was man jetzt auf jeden Fall auf den ersten Blick schon sieht, ist, dass wirklich diese großen Kalkränder hier, die überall dran waren, verschwunden sind und auch die meisten von diesen kleinen Düsen schon wieder sehr viel freier aussehen. Man kann jetzt hier mit dem Lappen nochmal so ein bisschen drüber gehen, um die letzten Reste zu entfernen. Und das war es eigentlich auch schon. Da kommen noch so kleine Kalkbröselchen raus. Jetzt muss man es einmal wirklich mal durchspülen mit Wasser. So, und wie man, glaube ich, ganz gut erkennen kann, Düsen sind alle wieder frei, Kalk ist weg, die Brause läuft wieder gut und das alles ohne großartig Schrubben und eigentlich nur mit Abwarten. Ja, dann viel Erfolg beim Entkalken, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.